Du willst also eine Geschichte über einen Kampfkünstler hören? Und ich nehme an, du bist es inzwischen leid, vom Großmeister zu hören, nicht wahr? Okay, hier eine gute. Einst gab es in Anika einen mittelmäßigen Kampfkünstler. Absolutes Mittelmaß. Doch eines Tages griffen Dämonen den Komplex seines Clans an. Sein Bruder starb, als er ihn vor dem Angriff des Dämonenanführers schützen wollte. Und er wurde nur verschont, weil er nicht als Bedrohung betrachtet wurde. An diesem Tag wurde sein Herz von der Rache verzehrt. Er widmete sein Leben einem Ziel, dem Training. Und zwar Tag und Nacht. Er war bereit. Eines Tages kamen der Dämon und seine Lakaien zurück. Und er stellte sich ganz allein. Er kämpfte wie ein Besessener. Und anders als im ersten Kampf wurde keiner der schändlichen Kreaturen verschont. Und so endet die Geschichte. Oder vielleicht hat er in der Welt den Ruf einer neuen Herausforderung vernommen. Es gibt viele Unschuldige zu beschützen, viele Dämonen zu vernichten.